Hallo und herzlich willkommen zu meinem Adventskalender mit vielen Karten und Verpackungen, die sich super kombinieren lassen und viele Geschenkideen, die damit schön verpackt verschenkt werden können. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute öffnet sich das letzte Türchen im Adventskalender und diese Karte, die wir heute basteln zusammen, die passt perfekt zu der Tüte, die wir beim letzten Mal gemacht haben. Das ist quasi die 15 Minuten Weihnachtstüte. Und eine Tüte mit einer ganz tollen Geste. Also wenn ihr dieses Video sehen wollt, dann schaut hier oben unter dem weißen i, da verlinke ich euch das nochmal. Ich zeige die Tüte euch auch mal ganz kurz. Also die Tüte hat hier vorne gleich quasi eine Karte dabei integriert. Man kann natürlich auch, wie wir es heute machen, eine separate Karte basteln. Weil eigentlich ist die Tüte dafür gedacht, ein Rezept für schöne Weihnachten zu verschenken. Mit Plätzchen, Kerzen und Zeit mit lieben Menschen. Und da habe ich euch im letzten Video ganz viele Ideen gezeigt, was man da alles schön verpacken kann. Was man natürlich auch anders verpacken kann, was man da reintun kann und was eigentlich eine ganz süße, nette Geste ist für jeden, der vielleicht ein bisschen einen stressigen Alltag hat gerade oder viel um die Ohren, gerade zur Vorweihnachtszeit, dass man einfach ein bisschen runterkommt und genießt und ja auch ein bisschen zur Besinnung kommt und weiß, für was Weihnachten eigentlich da ist und ja, dass man einfach ein bisschen runterkommt in seinem ganzen Alltag auch. Und wir basteln heute die perfekte Karte dafür, die passt natürlich super dazu. Und das ist wirklich eine Karte, die ist, würde ich in meine Rubrik einfach und elegant tun, denn die ist schnell gemacht, ist einfach, ist mit wenig Material, also es sind zwar zwei Stempelsets, aber auch eine passende Stanze zum Stempelset und wenn man die Sterne nicht hat, dann kann man auch einfach nur diese kleinen Schneeflocken überall hin machen und dann hat man auch einen ähnlichen Effekt. An Farbkarton braucht ihr nur Sahara-Sand und Savanne. Hier sind die Bestellnummern, die halte ich jetzt wieder kurz ins Bild. Und an Maßen braucht ihr einmal den Farbkarton Savanne in dem Maß 28 x 10,5 cm. Das ist meine Grundkarte und die ist schon gefalzt bei 14 cm. Und ihr braucht auf jeden Fall Reststück und einen Streifen mit 10 x 1,8 cm. Ein Stück Sahara-Sand braucht ihr dann auch noch in dem Maß 13,5 x 10 cm. Und wie gesagt, das Reststück und das war's. Dann starten wir jetzt gleich mal los. Als erstes fangen wir an mit dem Falzen unserer Grundkarte. Falze ich mir einmal schnell nach. Und dann kann man schon loslegen mit Stempeln. An Stempelfarben benutze ich einmal Himbeerrot, Farngrün, Safrangelb, Wildleder und Schiefergrau. Und wer möchte und das hat, kann auch noch die Delicata Metallic Silver nehmen. Da kann man auch noch kleine Sterne in den Hintergrund stempeln. Wir fangen jetzt auch an mit dem Hintergrundstempeln. Dann nehme ich jetzt das Schiefergrau und die Delicata Tinte. Und als Stempelset benutze ich heute das Stempelset Sternenglanz. Dann nehme ich diese großen Sterne und diese ganz kleinen. Und das Stempelset Tannen und Karos. Da gibt es eben die passende Stanze auch dazu. Ich nehme jetzt das Frohe Weihnachten und den beiden Bäume. Und die passende Stanze ist der Nadelbaum. Und da gibt es auch ein Set, wo man, wenn man mit dieser Bestellnummer das bestellt, Tannen und Karos, dann spart man sich 10% gegenüber dem Einzelkauf, solange es das noch gibt. Okay, ich habe jetzt eben die Sterne aufgezogen aus dem Sternenglanz. Das ist dieser lange Schweif. Da gibt es ja zwei verschiedene und das ist eben das mit den feinen Umrandungen. Und da stempel ich mir jetzt einfach so einen Sternenhimmel hier über meine Karte. Ein bisschen mit so einer Biegung. Wie so ein Sternschnuppenschweif. Und dann nehme ich noch die ganz kleinen Sternchen mit der Silbertinte und gehe mal da noch ein bisschen so zwischen rein. Die Karte hat auf jeden Fall mal eine ganz andere Farbgebung als sonst, finde ich. Schon was Besonderes irgendwie. So, kann jetzt wieder zu viel sein, aber gut, das sieht man nur ganz leicht. Und dann machen wir auch gleich die Bäume. Bevor ich die Bäume stempel, nehme ich noch den Frohe Weihnachtsstempel und mache den in Wildleder noch unten drauf auf meine Karte, ziemlich mittig. Versuche es gerade hinzukriegen. Mal gucken. Ja, passt. Und die Bäume, diese Umrandung,
Die mache ich auch in Wildleder dreimal. Dann kann ich jetzt mal andersrum aufstempeln. Kann man es gleich direkt ausstanzen. Und einen dritten brauche ich auch noch. Und dann haben wir noch diesen Blattwerkstempel, das ist so ein Füllungsstempel. Und ich fange jetzt an mit der hellsten Farbe, das ist das Safrangelb. Und fülle mir jetzt da einmal mein Bäumchen aus. Da muss man schon richtig drüber schauen, damit man die Blätter gut trifft, aber das ist gar nicht schwer, weil ihr habt ja hier diese Clear Stamps, also diese durchsichtigen Stempel, und dann könnt ihr das richtig schön füllen. Und dann gehe ich in die nächste Farbe, das ist jetzt das Farngrün, also die nächst dunklere Farbe. Da muss man auch den Stempel gar nicht unbedingt zwischendrin sauber machen, ein paar Mal abstempeln und dann in die Farbe, finde ich, reicht. Auch nochmal füllen. Und als letztes gehe ich noch in das Himbeerrot. Hoppla, das ist hier oben. Und da mache ich so, da stempel ich mir den Stempel einmal komplett ab. Und gehe dann erst auf meine Blätter hier. Damit die Farbe durchkommt, aber es nicht zu dunkel ist. Den habe ich wirklich jetzt ganz schlecht erwischt. Das mache ich auf der Rückseite nochmal kurz. Genau. Und dann kann ich mir die Stanze gleich schnappen und mir den Baum dreimal ausstanzen. Können wir unsere Karte schon zusammenbauen? Ja, können wir schon machen. Ich nehme mir jetzt meinen Streifen und mache mir auf die Rückseite einfach zwei Stück Abreißklebeband, rechts und links und auch in die Mitte, weil damit klebe ich es mir auch gleich an. Eigentlich reicht ein Streifen in der Mitte. So. Und dann nehme ich mir diesen Garn in Metallic Flair Silber. Das ist ein ganz feines Garn, das ich total gern benutze. Und das klebe ich mir jetzt hier einfach einmal auf den Streifen auf. Auf einer Seite. Und gehe dann auf der Vorderseite einfach ein paar Mal um meinen Streifen rum. Und da müsst ihr eigentlich nur darauf achten, dass es ein bisschen stramm ist, also nicht ganz locker. Aber auch nicht zu stramm, also das ist so ein bisschen schwierig zu beschreiben. Und dann kann ich mir den Streifen auch gleich auf mein Papier aufkleben. Das macht sich, finde ich, echt gut. Und das schaut cool aus. Und jetzt klebe ich mir meine Vorderkarte, meine Mattung schon mal auf. Also bei mir hebt der Streifen jetzt ein bisschen schlecht. Zumindest an den Rändern. Da mache ich noch ein bisschen Klebeband unten rein. Oder ein Klebepunkt. Nee, Klebeband. Sicher ist sicher. Oder Flüssigkleber. Ich mache ein bisschen Flüssigkleber unten rein. Ich habe es, glaube ich, doch ein bisschen zu stramm gewickelt bei mir. Weil da steht es jetzt so ein bisschen ab. Ich habe es noch dazu gesagt, gell? Naja. Und dann wird das Ganze aufgeklebt, auch gerne mit Flüssigkleber. Und dann klebe ich mir einfach die Bäume auf die Rückseite bei zwei Bäumen. Also ich nehme jetzt den himbeerroten Baum und den farbengrünen Baum. Da klebe ich mir einfach schon mal Dimensionals in den Hintergrund. Also so Abstandskleber. Und den gelben, den mache ich jetzt ganz platt,
klebe ich den da auf, auch mit dem Flüssigkleber noch. Und setze mir den jetzt hier vorne noch drauf. Man kann ein bisschen drauf achten. Ich finde es noch ganz schön, wenn man hier den Stamm sieht, aber dass man hier nicht zu weit rauskommt, wenn man dann Kuvert nimmt, dass man da den Baum nicht zu weit raussetzt. Den setzen wir noch ein bisschen so in den Hintergrund. So. Und ich muss sagen, ich habe ja hier die Sterne ausgemalt mit den Stampin' Write Markern habe ich die ausgemalt. Man könnte es auch mit Aquarellstiften machen, aber ich glaube, ich lasse das hier. Ich finde dieses Silber im Hintergrund mit diesem Schiefergrau in Kombination sehr elegant. Wenn es euch zu wenig bunt ist, dann könnt ihr das natürlich ausmalen, aber ich lasse das jetzt mal so. Dann habt ihr auch den Vergleich, was euch besser gefällt. Und was wir jetzt noch machen, ist, dass ich hier mit meinem Präzisionskleber noch ein paar Punkte aufbringe und dass ich die dann mit diesen wunderschönen Schneeflöckchen. Da sind nicht nur Schneeflöckchen drin, sondern auch so kleine Glitzersteine und kleine Sternchen. Und das fülle ich jetzt einfach noch ein bisschen auf. Also da darf schon noch ein bisschen funkeln und glitzern. Aber ich lasse es jetzt mal weg mit der Farbe. Und da als kleinen Tipp mache ich es so, wenn ich mir den Präzisionskleber so kleine Punkte überall hingemacht habe, dann nehme ich mir diese Schneeflocken einfach auf die Handfläche und tue die dann mit der Pinzette aufbringen. Ich finde, da tut man sich leichter, wie wenn man diese den kleinen Teile immer da aus der Dose rausfischen muss. Ich möchte da jetzt noch ein bisschen näher ran und dann könnt ihr da mir über die Schulter schauen. So, und jetzt ist die Karte fertig. Das Ganze muss noch ganz gut trocknen, aber dann ist die Karte quasi versandbereit. So, ja ihr Lieben, Rucki-Zucki, Karte in zwei Varianten. Ihr könnt entscheiden, was euch besser gefällt, mit Farbe oder ohne. Ich finde die Karte ist toll. Die ist was anderes. Ich finde die Farben sind natürlich überhaupt nicht die typische Weihnachtsfarben, aber kann man doch durchaus mal so machen, oder? Ist mal eine ganz andere Idee und ihr könnt die natürlich auch in euren Farben gestalten, ganz klar. Und dazu die tolle Tüte. Jetzt mal an der Seite hin. Also hier innen sind auch wieder die Sterne, die fangen sich natürlich dann passend wieder zur Karte dazu. Und so kann das wunderbar verschenkt werden. Ja, ihr Lieben, also ich hoffe, euch hat es gefallen, euch hat die ganze Reihe gefallen. Ich hoffe, es waren viele Ideen für euch dabei, die ihr ganz gut nutzen könnt und viele schöne Verpackungen und schöne Geschenkideen vielleicht auch und ja, also es geht stetig auf Weihnachten zu und ich hoffe, für euch waren da ganz viele Ideen dabei beim Adventskalender und schöne Geschenkideen und schöne Verpackungen und ihr habt es nutzen können. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir natürlich gerne einen Daumen hoch geben. Wenn es euch richtig gut gefallen hat, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr mehr Videos sehen wollt von mir. Dann könnt ihr auch diese Glocke anklicken und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, wir sehen uns nochmal. Wenn nicht, wünsche ich euch schon mal schöne Weihnachten. Aber ich glaube, es kommt noch was. Bis dann. Tschüss.